Stahl, Schweiß, Mut und Erfahrung. Die Meyerwerft in Papenburg baut ein Kreuzfahrtschiff, das komplett mit Erdgas fährt. Die AIDA Nova. Wie genau entsteht so ein großes und komplexes Schiff? Es ist ein bisher einzigartiges Projekt. Modernste digitale Technik wird eingesetzt. Genauso wichtig sind Körpereinsatz und Handarbeit. Aus einzelnen Modulen setzen die Schiffbauer das gigantische Schiff zusammen. Diese enormen Schiffsschrauben werden einmal mit Energie aus Flüssiggas angetrieben. Die größte Herausforderung ist der Wettlauf gegen die Zeit. Von Baubeginn bis zur Übergabe hat die Werft nur 20 Monate und 25 Tage Zeit. Hightech und Handarbeit. Der Bau eines Kreuzfahrtschiffs. Die Meyerwerft in Papenburg ist in siebter Generation in Familienbesitz. Seit 200 Jahren werden hier Fischkutter, Feuerschiffe und Kreuzfahrtschiffe gebaut. Hier arbeiten 3.500 Mitarbeiter. Dazu kommen nochmals Tausende von Zulieferbetrieben und Dienstleistern. Der Startschuss. Ein Knopfdruck und ein Plasmagasschneider schneidet mit einer 30.000 Grad heißen Flamme die erste Stahlplatte. Der erste Stahlschnitt markiert den offiziellen Beginn des Baus des neuen Kreuzfahrtschiffes. Für Arbeiter, Ingenieure, Planer, Architekten und die Reederei beginnt ein Abenteuer. Noch 633 Tage bis zur geplanten Übergabe. Das sind die Kriterien. Der Neubau soll das modernste und das umweltverträglichste Kreuzfahrtschiff der Weltmeere werden. Kostenpunkt fast 1 Milliarde Euro. Geplant wurde das Schiff komplett am Computer. Schon jetzt kann man virtuell über die luxuriösen Decks und durch die Restaurants flanieren, auf dem Holodeck der Planer. In der virtuellen Realität ist die Seitennock, also der seitliche Brückensteuerstand, schon betretbar. Zumindest visuell. Denn im Raum der künstlichen Realität können sich die Planer auf dem noch nicht gebauten Schiff bewegen und sehen genau, wo noch Platz ist für ein Rohr oder einen Kabelverlauf. Eigentlich planen wir Technik, die es zu dem Zeitpunkt, wenn wir sie planen, noch gar nicht gibt oder noch nicht so entwickelt ist, dass man sie tatsächlich dann sofort einsetzen könnte. Also dieser Entwicklungsprozess geht wirklich von der Idee des neuen Schiffes, fängt das an mit der neuen Technologie und dann werden Entwicklungsgruppen gebildet, die dann das umsetzen, die praktisch diese Vision dann Realität werden lassen. Es ist ein Hightech-Schiff, aber der eigentliche Rohbau ist immer noch eine archaische Arbeit. Ein harter körperlicher Job. Schiffe werden noch immer so gebaut wie früher Dampflokomotiven oder der Eiffelturm. Stahlplatte um Stahlplatte verbinden die Männer. Schweißnaht um Schweißnaht wird gesetzt. Die größten Platten werden im Schweißzentrum von einem riesigen Roboter geschweißt. Das ist auch nötig, denn die Dimensionen sind enorm. 337 Meter lang, 42 Meter breit wird das neue Schiff. Das sind mehr als 3 Fußballfelder hintereinander. Diese Pläne, die wir machen, werden immer detaillierter. Das heißt, wir haben einmal eine Sektion, einen Block und nachher ein Schwimmteil. Und aus 2 Schwimmteilen wird nachher ein Schiff. Nur mit der sogenannten Sektionsbauweise kann die Meyerwerft in 18 Monaten ein so großes Schiff zusammenbauen. Aus einzelnen Stahlplatten schweißen die Schiffbauer zunächst Sektionen zusammen. Dann setzen sie immer 8 Sektionen zu einem Block zusammen. Aus 90 solchen Blöcken entsteht schließlich das neue Schiff. Der Vorteil? So können die Arbeiter an verschiedenen Teilen des späteren Schiffs gleichzeitig arbeiten. Die Männer arbeiten nach einem genauen Plan. Rohre, die später an der Decke verlaufen, werden schon jetzt in die Segmente eingebaut. Um nicht kopfüber montieren zu müssen, geschieht alles am Boden. Eine riesige Wippe dreht die Teile dann wieder um. Ortswechsel. Die Neptunwerft in Rostock gehört ebenfalls zum Meyerwerft-Unternehmen. Hier wird parallel das hintere sogenannte Schwimmteil gebaut. Auch die 4 Motoren und die 3 Gastanks werden in Rostock installiert. Die beiden größeren Tanks sind 35 Meter lang und 8 Meter hoch. Später wird in ihnen das sogenannte LNG gebunkert. Diese Abkürzung steht für Liquefied Natural Gas. Es ist Erdgas, das auf minus 162 Grad heruntergekühlt und deswegen flüssig ist. Der Inhalt der 3 Gastanks reicht für mindestens eine 2-wöchige Kreuzfahrt.
Gebaut werden die insgesamt 4 Motoren für das Schiff gleich nebenan. In der Halle dieses Herstellers für Großmotoren stehen Kolben so groß wie Bierfässer. Mit fingerdicken Kolbenringen und Kurbelwellen, die so lang sind wie ein LKW. Kurbelwelle ist bei uns vormontiert worden. Das bedeutet, die Gegengewichte werden an die Kurbelwelle angeschraubt, sowohl als auch die Pleuelstangen. Und diese gesamte Vormontagegruppe wird dann in den Motorenblock eingelegt und mit den Grundlagern fixiert und verschraubt. Die Motoren für das neue Schiff sind sogenannte Dual-Fuel-Motoren. Sie können sowohl mit Flüssiggas als auch mit Schiffsdiesel betrieben werden. Durch die Nutzung von Flüssiggas wird der Ausstoß von Feinstaub und Schwefeloxiden fast vollständig vermieden. Und auch die Emissionen von Stickoxiden und CO2 verringern sich deutlich. Von nur 2 Spezialisten wird ein Motor in circa 5 Wochen komplett zusammengebaut. Doch wie genau läuft die Motorenmontage eigentlich ab? Matthias Hertel und seine Kollegen starten mit dem Zylinderkurbelgehäuse, das kopfüber liegt. In dieses legen sie die Kurbelwelle ein, den sogenannten Kurbeltrieb. Dann drehen sie alles um. Nun steht der Motor aufrecht und sie können ihn von oben mit den weiteren Bauteilen bestücken. Zunächst setzen sie die Laufbuchsen ein, danach die Kolben mit den Pleuelstangen. Das Ganze verbinden die beiden mit der Kurbelwelle. Damit ist der untere Teil fertig. Oben bauen sie dann noch die Zylinderköpfe an und die Abgasanlage. Matthias Hertel und sein Kollege Erik Busch überprüfen am Ende die Fertigungsmaße. Das ist sozusagen das Feintuning. Erik misst die Kolbenwangen aus, dazu dreht er die Kurbelwelle mit einem Elektroantrieb. Es geht um Hundertstel Millimeter Genauigkeit bei einem 200 Tonnen schweren Motor. Also wir machen jetzt hier die Wangenatmung auf Zylinderstation 1. Die wird einmal überprüft, um zu gucken, wie die Kurbelwelle klafft. Und wird dann auch im Heft dokumentiert für die Messtechnik und wird auf dem Prüfstand auch nochmal genommen. Ja, um zu gucken, wie die Welle sich verbiegt oder verzieht. Ja, warum ist das so wichtig? Weil sonst die Kurbelwelle brechen könnte, wenn die Kurbelwelle zu doll unter Spannung ist. Es könnte sein, dass sie verspannt ist oder irgendwie ein Fehler im Bauteil ist oder, dass ein Lager nicht richtig sitzt und dann würde man das merken. Nach der Montage kommt der Motor in den Prüfstand. Nun muss er zeigen, was er kann und welche Leistung er bringt. Und ob er die Emissionsgrenzen einhält, also ob er wirklich so sauber läuft, wie er soll. Also der wesentliche Unterschied ist, dass wir eben keinen Ruß produzieren und damit der Motor natürlich auch sehr, sehr sauber läuft und auch am Schornstein kein Rauch entsteht. Der Prüfstand. Schalldicht und mit allen Feuerschutzvorrichtungen. Hier laufen alle gebauten Motoren zum ersten Mal an. Der Motor startet mit exakt 500 Umdrehungen in 3 Minuten. Die Abgase werden nach oben abgeführt und gemessen. Kühlwasserleitungen, Kraftstoffleitungen und Schmierölleitungen mussten zuvor angebracht werden. Nachdem alle Tests bestanden sind, wird der Motor eingefahren. Hier läuft er jetzt ungefähr 10 Stunden lang. Die Teile müssen eingefahren werden, vor allen Dingen die Lager von der Kurbelwelle und der Steuerwelle, auch die Buchsen und die Kolben. Nach einer abschließenden Kontrolle, der Abnahme und der Zertifizierung kommen die Motoren in die Lackierbox. Hier bekommen sie die Farbe, die der Kunde sich wünscht. Diese LNG-Motoren werden weiß lackiert. Nun sind die Aggregate fertig und können eingebaut werden. Der Transportweg in die Neptunwerft ist nicht weit. 30. Juni, noch 503 Tage bis zur Übergabe. Die 4 Motoren werden geliefert. Jeder Motor wiegt mehr als 200 Tonnen. Es ist nur ein kurzer Weg hinüber zur Neptunwerft. Hier werden sie in das Motorenmodul eingebaut. Alles, was ganz unten rein muss, haben die Arbeiter montiert und vorbereitet. Die Monteure schrauben nun die Motoren auf den Lagerböcken fest. 8 Wochen später ist das erste Schwimmteil fertig. Gleich gibt es ohrenbetäubenden Lärm auf der Rostocker Neptunwerft. Metall reibt auf Metall. Nun wird es rutschig, schmierig und ölig. Zuerst bauen die Männer eine Rutsche für das Schwimmteil. Sie muss stabil sein und darf keine Nähte haben.
Dann wird mit hydraulischem Druck das erste Schwimmteil aus der Werfthalle geschoben. Auf einem Ölfilm gleitet der 120 Meter lange, 42 Meter breite und 3 Decks hohe Schiffskörper aus der Halle, zentimeterweise. Schließlich ruht der Schwimmkörper auf einem Ponton. Der wird langsam abgesenkt. Und das Motorenraummodul schwimmt selbstständig. September 28. Noch 433 Tage Bauzeit. Nach weiteren Arbeiten und Vorbereitungen verlässt das Maschinenraummodul die Neptunwerft in Richtung Papenburg. Das Wetter ist gut. Die Schlepper nehmen das Modul an die kurze Leine und danach Kurs auf die Kieler Förde. Auch die Überführung ist nicht ohne. Das riesige Schwimmteil muss den ganzen Weg von Rostock bis nach Papenburg in Ostfriesland geschleppt werden. In den vielen Schleusen des Nordostseekanals wird es ganz schön eng. Natürlich ist alles gut vorbereitet, berechnet und geprobt. Und so klappt der Transport nach Papenburg am Ende genau nach Plan. Hier in der Meyerwerft wird das Modul schon erwartet und sofort in die Halle gebracht. Zurück in der Neptunwerft in Rostock. Hier installieren die Männer nun die Tanks für das Flüssiggas in einem zweiten Schwimmteil. Sie haben mittlerweile ihre Isolierung erhalten. Die Halle ist bereit, der Kran ist bereit, letzte Hindernisse werden zur Seite geräumt. Auch der Tanklagerraum mit den Rundlagerschalen ist vorbereitet. Also ran an den Haken. Der gigantische Tank mit der Isolierung und der Aluhülle sieht fast aus wie ein Designobjekt. Erinnert auch an ein Luftschiff oder an ein U-Boot. Nun muss der 35 Meter lange Koloss nur noch an die richtige Stelle. Daniel Leopold führt den Joystick mit ruhiger Hand. Auch wenn es nach Routine aussieht, so einen gigantischen Tank baut er nicht jeden Tag ein. Es ist nicht viel Platz an den Seiten des Tankraumes. Routine vielleicht ein bisschen, aber man macht immer noch mit Respekt. Es ist ja immerhin schwer, man hat ein wenig Verantwortung. Nun fehlen noch wenige Zentimeter am Boden. Die Aussparung der Tanks muss genau auf den Rundlageschalen sitzen. 2 Spezialisten haben sich unter den Tank gequetscht und messen mehrfach nach. Die werden verklebt. Also die haben unten Holz, die liegen auf Holz unten drin. Eine Seite ist noch Blech unter dem Holz, damit der Tank sich bewegen kann nachher, falls er mal sich bewegen muss. Erst wenn der letzte Tank richtig sitzt, kann das Team in Rostock aufatmen. Jetzt stellen sie das zweite Schwimmteil fertig, sodass es schon bald auf den Weg nach Papenburg gebracht werden kann. Hier in der 430 Kilometer entfernten Meyerwerft war man in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Die Schiffbauer haben, sobald das erste Schwimmteil in der Halle war, mit dem Aufbau der Blöcke begonnen. Die 500 Meter lange Fertigungshalle ist das größte überdachte Trockendock der Welt. Hier wird nun geschweißt, gehämmert und geflext. Noch 400 Tage bis zur Übergabe. In den Deckenpaneelen der Blöcke sind überall schon Rohre verbaut. Diese werden später miteinander verbunden. 250 Kilometer Rohre und Schächte laufen insgesamt durch das Schiff. Seit 2010 stellt die Meyerwerft die Rohre selbst her. In der Rohrhalle liegen Rohre in allen Größen und Formen. Belüftungsrohre, Wasserrohre, Abwasserrohre, Gasrohre, Heizungsrohre. 52.000 einzelne Rohre hat so ein Kreuzfahrtschiff. Spezialisten arbeiten hier mit Schweißrobotern und Rohrbiegemaschinen. Mit ihnen können sie exakte Nähte schweißen und Rohre auf das Grad genau biegen. Aber manchmal ist auch hier gute alte Handarbeit gefragt. Dann müssen die Spezialisten ran. Wie in diesem Fall. Eine Sonderanfertigung wurde angefragt, die eine Maschine nicht liefern kann. Das ist ein Job für Jürgen Pahl. Er ist der Maßschneider für Rohre aller Art. Seit 25 Jahren macht er das. Wie genau, weiß wohl nur er selbst. Wenn überhaupt. Aber eins ist klar: Am Ende wird ein Rohr daraus. Und das passt dann perfekt. Das sind aluminige Festpunkte. Da kann man nicht mehr groß was hin und her justieren von der anderen Rohrleitung. Das kommt, dann muss da genau reinpassen.
Der Aufbau der Blöcke auf das Schwimmteil mit dem Motorenmodul geht zügig weiter. Dann wird das Dock geflutet und der Koloss schwimmt auf. 11. Dezember. Das Wetter ist ungemütlich hier im Norden. Knapp unter 0 Grad. Es geht ein steifer Wind. Und Schneefall hat eingesetzt. Das große Tor wird geöffnet. Durchzug. Draußen machen sich zwei Schlepper an die Arbeit. Sie sollen das Schiffsteil aus der Halle ziehen. Noch vor Mitternacht wird das zweite Schiffsteil aus Rostock ankommen. Zentimeterweise ziehen die Schlepper das Schwimmteil aus der Halle. Der Wind ist stark, er bläst direkt auf die Breitseite des Schiffskörpers und drückt ihn seitlich an die Pier. Der Schlepper gibt Vollgas, um gegen den Wind anzukommen. Fast geschafft. Am Schluss ziehen die Schiffbauer das Schwimmteil mit Muskelkraft über Seilwinden an die Pier. Eine ungemütliche Arbeit im Dezember, aber die Männer sind hart gesotten. Sofort legen sie eine Gangway an, denn die Arbeiten im Inneren werden unmittelbar weitergehen. Nach Einbruch der Dunkelheit liegt das Schiffsteil sicher verteut vor der Papenburger Meierwerft. Von draußen nähert sich derweil ein Geisterschiff. Die Halle ist leer. Alles ist bereit. Die Tore stehen weit offen. Das Modul mit den LNG-Tanks ist aus Rostock eingetroffen und wird in die Halle geschoben. Der Schlepper vorne dient zur seitlichen Korrektur. Alles ausgemessen. Trotzdem wird ständig kontrolliert. Seitlich ist nicht viel Platz. Geschoben, gedrückt, geschafft. Nun muss der vordere Schlepper wieder nach draußen. Kein Problem für den Kran. Er hebt ihn einfach in die Luft und bringt ihn an die Heckseite. Ein anderer Schlepper bringt von außen das Straßenmodul, das anschließend verankert wird. Dann kann das Tor wieder geschlossen werden. Anschließend wird das Wasser aus dem Dock abgepumpt. Sofort beginnen die weiteren Arbeiten. Und zwar parallel an dem Schiffsteil draußen und dem gerade eingetroffenen Schwimmteil in der Halle. Nun gilt es. Alles ist in Bewegung. Noch 299 Tage bis zur Übergabe. Die Männer fahren in Transportkörben von außen am Schiffskörper hoch. So sind sie schneller an ihren Arbeitsplätzen. Sie müssten sonst die 40 Meter mehrmals am Tag über die Treppen nach oben steigen. Jeder hier weiß genau, was er zu tun hat. Wir haben ja hier einen Bauplan natürlich, wie wir das Schiff bauen wollen. Dann gibt es einen Terminplan dazu. Und das Ganze wird zusammengefügt und die ganze EDV koordiniert das alles. Und wir haben einen Bauleiter von unserer Seite, der das Ganze koordiniert, mit AIDA zusammen, die dann die auch natürlich vor Ort sind und gucken, was wir hier machen. Drinnen oder draußen, oben oder unten, überall werden Kabel gezogen, Verkleidungen angebracht, wird neues Material herbeigeschafft. Innen drin werden die öffentlichen Räume weiter bearbeitet, werden weiter ausgerüstet, werden vorbereitet und dann werden die Fertigkabinen eingebracht. Die werden tagsüber bei einer Firma produziert, werden nachmittags hierher transportiert und abends in das Schiff eingebaut und positioniert. Die Decks für die Kabinen sind schon vorbereitet. Auch die Fenster sind teilweise schon eingebaut. Die Isolation ist angebracht, der Boden ist schall- und wärmegedämmt. Es wird hier in wenigen Monaten anders aussehen. Und zwar so. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Das ist der Aufzug jetzt und in Zukunft. Die Zeit wird schon knapp. Noch 292 Tage bis zur Übergabe. Die Kabinen für die Passagiere produziert die Meierwerft seit 2007 selbst. Und zwar in einer modernen Fließbandfertigung. Erster Arbeitsschritt, die Tür, das Türschloss und die Wände der Kabinen. Es gibt 22 Takte, also 22 Arbeitsstationen. Es funktioniert so ähnlich wie beim Automobilbau. Das Fließband läuft mit 3,5 mm in der Sekunde. Und nach nur 20 Minuten verlässt eine komplette Kabine die Halle, inklusive Fernseher und Leselampe. Sandra Winterthur und ihr Team kontrollieren, ob alles genau stimmt. Die Möbelteile, ob die richtig drangebaut worden sind, Maße, ob die Sockelleisten alle vernünftig drangebaut worden sind, drangeschaut worden, ob Lücken haben, Fehler, Kratzer und sowas alles. Das ist die Seite, die zum Balkonbereich zeigen wird. Und das ist die Gangseite.
Die fertigen Kabinen, die eingebaut werden können, kommen per LKW in die Halle, seitlich an die Bordwand. In diesem Fall ist es eine Standardkabine. Sie wird sofort auf dem Schiff eingebaut. Also wir haben pro Kabine eine Taktung von 30 Minuten. Das heißt, von Anbringen Podest hier werden wir 30 Minuten Zeit haben, die Kabine auf Position haben und ausgerichtet zu haben, dass wir die nächste ranholen können. Also es ist 30 Minuten Takt. 30 Minuten, da müssen die Männer ordentlich Gas geben. Die Kabine wird zunächst vom Kran auf das Schiff gehoben, dann mit Muskelkraft ausgerichtet und an die richtige Stelle geschoben. Sitzt schon fast richtig. Nun wird abgelassen und dagegen gehalten. Ausgerichtet werden die Kabinen mit der guten alten Richtschnur. Und jetzt stellen wir die ganzen Kabinen in einer Flucht mit der Schnur, die sich nie verändert. Ein Laser brauchen wir hier mal da, mal haut da einer gegen, ist perfekt. Wenn alles passt, schweißen die Arbeiter den Rahmen der Kabine fest. Ich kann innen drin schön sehen, es ist alles schon vorhanden. Also vom Stuhl über den Mülleimer bis hin zur Matratze und zum Bett. Es ist alles schon in der Kabine. Das erleichtert den Arbeitsablauf und später halt die Fertigung der Kabine. So ein gigantisches Schiff zu bauen, ist enorm komplex. Es sind buchstäblich Millionen Einzelteile, allein 2500 Kilometer Kabel und 65.000 Quadratmeter Teppichboden. Alles muss perfekt zusammenpassen und genau zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Wie kann man so einen Ablauf steuern, wie den Überblick behalten? Das fängt wirklich an mit, wenn es angeliefert wird, sind das die richtigen Teile, dann wird das eingebaut. Die Ausbaufirma, die es ausbaut, kontrolliert das dann. Dann kommt nochmal der Inspektor von der Werft, der schaut, ob das dann alles richtig angeschlossen ist. Wenn das abgeschlossen ist, dann wird das dann dieses Element, Gerät oder die Maschine dem Eigner, also in dem Fall dann AIDA, vorgestellt. Und dabei sind dann auch die Kollegen von der Klassifizierungsgesellschaft. Und das ist dann die Abnahme von dem Bereich. Und wenn es dann tatsächlich dann noch alles dann noch funktioniert, dann sind wir gut dabei. Schön wäre es, einfach durch Wände gehen zu können und sich jedes Rohr und jeden Kabelschacht plastisch anschauen zu können. Das geht im Virtual Reality Room. Schon während der Planungsphase können die Fachleute die Räume des Schiffs betrachten. Und auch die Bauausführung wird digital ins 3D-Modell übertragen und ist in der sogenannten VR-Anlage zu besichtigen. So alles, was der Konstrukteur heute zeichnet und heute speichert, wird über Nacht konvertiert und wird der VR-Anlage zur Verfügung gestellt, sodass der Mitarbeiter in der Fertigung morgen kommen kann und die frischesten Daten hier zu sehen bekommt. So können potenzielle Fehler möglichst schon in der Planung und spätestens beim Bau vermieden oder korrigiert werden. Die Planer können das ganze Schiff drehen, den Boden öffnen und die Lage der Tanks kontrollieren. Sie können sogar in die Tanks hineinsteigen. Die gleichen Daten, die wir hier in VR sehen, haben wir nachher noch für jeden Mitarbeiter, können wir das zur Verfügung stellen am Desktop. Noch 291 Tage bis zur Übergabe. Ein Alarmsignal. Am stärksten Kran, mit dem die Schiffbauer arbeiten, dem Kaiseradler, der an seinen vier Haken bis zu 800 Tonnen tragen kann, hängt ein wichtiges Element. Das zukünftige Theatrium des Schiffes. Bislang ist es nur der Rohbau, eine riesige Stahlkonstruktion. Daraus wird einmal ein 360-Grad-Theater werden. Mit 11 LED-Wänden, Laserschau und einer ausfahrbaren Hebebühne für die Artisten. Also die Logistik ist ein großes Thema bei uns. Also wir haben jetzt hinter uns zum Beispiel das Theatrium. Da sind jetzt schon Sachen drin für die Hebebühne oder halt für die LED-Rückwand. Wenn man das später einbauen wollte, dann muss man das alles einzeln auf das Schiff bringen. Und wir bauen das schon innerhalb des Blocks gleich mit ein. Aber noch schwebt das enorme Stahlgerippe am Kran. Es muss nun erstmal vom Blockbauplatz durch die 500 Meter lange Halle und dann millimetergenau auf dem Schiffsteil platziert und fixiert werden. Alle Kräne müssen jetzt nach hinten fahren. Wir kommen mit dem Block nachher hergefahren, legen den einmal über die Dockbrücke aus. Dann fahren die ganzen Kräne wieder vorbei, weil wir Überhöhe haben. Und dann fahren wir mit dem Block hier wieder her. Und dann fahren wir ihn hier rüber über ein Schiff. Es ist wie Tetris für Riesen. Die Sicherheit geht dabei selbstverständlich vor. Unter dem schwebenden Theatrium darf sich niemand aufhalten. Langsam und sorgfältig buxiert der Kranführer die gigantische Konstruktion über das Schiff bis auf die korrekte Position. Dann ist es soweit. Die Männer legen ihre Sicherheitsausrüstung an, vorsichtig bis zur Kante. Als nächstes schweißen sie Zughaken an.
Mit mehreren Hydraulikpressen bringen sie das Theatrium an die exakt richtige Position. Anschließend nachmessen. An anderer Stelle der Werft wird an der Überdachung des zukünftigen Beachclubs gearbeitet. Später wird das der größte zentrale öffentliche Bereich des Schiffes mit mehreren Pools und Bars. Es ist eine komplizierte Konstruktion. Sie wird später mit einer transparenten Folie überzogen und muss allen Stürmen und den Bewegungen des Schiffs auch bei schwerer See standhalten. Auch die Rutsche für das Schwimmbad liegt schon bereit. Viele Spezialfirmen und Subunternehmen arbeiten an so einem gigantischen Schiff und tragen ihren Teil zum großen Ganzen bei. Dabei müssen alle Gewerke perfekt koordiniert werden. Jeder, der schon einmal ein Haus gebaut hat, weiß, wie schwierig so etwas werden kann. Wie ist das erst bei einem Kreuzfahrtschiff? Es ist Mitte Februar, noch 270 Tage bis zur Übergabe. Auf der Werft laufen die Vorbereitungen für einen wichtigen Schritt. Die Türen des Docks werden bald geschlossen, denn die Hochzeit steht an. Nachdem alle Blöcke auf dem zweiten Schwimmteil verschweißt sind, muss das Heckteil erstmal raus aus der Halle. Dazu fluten die Schiffbauer wieder das Dock. Anschließend kommt das mittlere Teil, das bisher draußen lag, wieder in die Halle. Dann folgt das Heckteil und beide Teile werden aneinander ausgerichtet. Denn bevor die Werftarbeiter die 19 Decks und bis zu 52 Meter breiten Schiffsmodule miteinander verschweißen können, müssen sie die beiden Teile erst auf die richtige Position bringen, und zwar auf den Millimeter genau. Auf allen Decks arbeiten die Männer gleichzeitig. Sie schweißen, messen aus und bereiten alles für die Vermählung der beiden Schiffshälften vor. Sie sind hier positioniert worden, sind jetzt abgesetzt worden, waren trocken und werden jetzt wieder aufgeschwemmt. Also sie werden jetzt schwimmen bald wieder, dann werden sie noch dichter zusammengezogen und dann werden sie zusammen an ihre endgültige Position nach vorne geschoben. In der Mitte der 500 Meter langen Halle liegt die Brücke des neuen Kreuzfahrtschiffes. Das hier wird einmal die Kommandozentrale der AIDA Nova werden. Bislang ist es nur eine Stahltorte mit Löchern. Innen wird schon am Aufbau gearbeitet. Allein im Steuerhaus werden 30 Kilometer elektrische Kabel verlegt. Was wir jetzt hier sehen, das sind die Versorgungskabel, ganz normal für diesen Abschnitt. Also Licht, Strom und sowas alles und Internet. Aber die wichtigen Kabel für die Steuerung des Schiffes, die kommen später erst hier rein. Denn die Steuerkabel können erst gezogen und mit den Maschinen verbunden werden, nachdem die Brücke auf das Schiff gesetzt worden ist. Das Dock wird nun geflutet. Die Schiffsteile schwimmen auf ihre Position. Dann werden sie mit punktuellen Schweißnähten erst einmal grob aneinander geheftet. Das genaue Ausrichten der riesigen und jeweils 20.000 Tonnen schweren Schiffskörper geschieht dann über ein ausgeklügeltes System von Ballasttanks. Die sind Backbord-Steuerbord, sind die dann mit Wasser geflutet und die werden dann langsam wieder gelenzt. Das heißt, das Wasser wird wieder ab- oder zugelassen, dass wir dann gerade liegen mit dem vorderen Schwimmteil. Es ist deutlich zu erkennen, noch hat das Schiff einen Schlitz in der Mitte. 1000 Meter Schweißbahn haben die Schiffbauer nun vor sich. Zuerst legen sie eine Keramikschiene in den Schlitz. Dann können sie mit dem eigentlichen Schweißen beginnen. Die Männer arbeiten sich von Deck 17 weiter nach unten durch. So manche Stahlplatte müssen sie aber erst noch ausrichten. Jetzt machen wir die Steuerbordzugpresse drauf und dann ziehen wir den Backbord und Steuerbord richtig zusammen, dass das schön stramm voneinander liegt hier so. Eine Zugpresse kann bis zu 50 Tonnen ziehen. Und an einer Stelle werden manchmal 4 oder 5 gleichzeitig eingesetzt. Sie ziehen die beiden Teile zusammen und die Arbeiter schweißen. In der 125 Meter breiten Halle liegen bereits weitere Aufbauten bereit. Neben der Brücke auch der Bereich der Four Elements mit dem Klettergarten. Hier sollen Besucher in luftigen Höhen über Baumwipfel klettern können. So wird es einmal aussehen. All das muss noch auf das Schiff gebaut werden. Aber noch fehlt etwas ganz Entscheidendes. Das komplette Vorschiff mit dem Bug und den Bugstrahlrudern.
Auch der Block 69 fehlt noch. Er liegt zwischen dem Bug und dem mittleren Teil und wiegt 500 Tonnen. Er wird abgelassen, dann ausgerichtet. In nur einer Schicht wird der Block integriert. Die einzelnen Blöcke stehen auf einem Schiebesystem. Sie werden angehoben und über hydraulische Schlitten an die richtige Stelle geschoben. Der Bug der AIDA Nova ist so konstruiert, dass er fast senkrecht durch das Wasser schneidet. Es gibt nur einen kleinen Wulstbug. Später wird er kaum zu sehen sein, weil er unterhalb der Wasserlinie liegt. Das komplette Vorschiff wird rangeschoben. Auch hier wird zuerst geheftet, um den Bug zu fixieren. Die Schweißnaht sieht aus wie eine frisch genähte Wunde. Im Inneren gehen derweil die Ausbauarbeiten weiter. Der Boden wird verlegt. Auf die Stahlplatten kommt eine Dämmschicht, darauf wieder eine dünne Stahlplatte. Es ist eine Art Schwingboden. In den Küchenabteilungen der Restaurants wird Gussestrich verlegt. Egal ob Rohbau oder Innenausbau, General Manager Sven Fahle muss den Überblick behalten. Heute trifft er sich mit den Schiffsinnenarchitekten in einer Ausrüstungshalle. Die Innenarchitekten planen zusammen mit der Werft Formen, Farben, Dimensionen und Material. Die Ausbaufirmen müssen dann die Planung umsetzen. Wenn es beim Einbau zu Schwierigkeiten oder Fragen kommt, trifft sich das Team so wie an diesem Tag. Die Materialien, die auf einem Schiff eingesetzt werden, sind meist höherwertiger als in einem Hotel. Siegfried Schindler ist einer der gefragtesten Schiffinnenarchitekten. Ein Hotel einzurichten ist easy gegenüber dem, was wir hier machen, weil wir mit einer ganz anderen Materialpalette arbeiten können, mit ganz anderen Raumvolumen arbeiten können, als wir es auf dem Schiff. Weil auf dem Schiff geht es wirklich um jeden Millimeter. Es ist nicht der einzige Termin für Sven Fahle heute. Als nächstes steigt er tief in den Schiffsbau. Denn in dieser Woche lief der erste Motor probeweise. Er war auf dem Prüfstand zwar schon abgenommen worden, aber erst hier zeigt sich das Zusammenspiel mit den anderen Komponenten. Hier im Hauptmaschinenraum haben wir im Moment noch ein Gerüst über der Hauptmaschine, weil die Decke noch gestrichen wird und die letzten Arbeiten an der Decke ausgeführt werden. Das heißt, das kommt in circa 2 Wochen kommt das runter, sodass wir dann wirklich vollen Zugang haben zu unseren Hauptmaschinen und zu den einzelnen Zylindern. Reinhold Willems, Kranführer auf dem Weg zur Schicht. Heute wird er die Brücke montieren. Er ist dabei der Mann mit dem Fingerspitzengefühl. Willems ist der Einzige auf der Werft mit einem eigenen Aufzug. Dieser bringt ihn auf 60 Meter Höhe. Hier ist sein Arbeitsplatz. Das Cockpit ist schnell erklärt. Das sind einmal rechts für Hubwerke, linke Hebel ist für Landseitekatze, der in der Mitte der Hebel ist für den Decken, für den Haupthub und der rechte Hebel für die Wasserseite, heißt das bei uns Land- und Wasserseite. Mit seinem Kran, der in Zentimeter genau gehorcht, bringt Willems das 345 Tonnen schwere Bauteil punktgenau in Position. Anschließend übernehmen die Schweißer und verbinden die 50 Meter breite Brücke mit dem Schiff. Einige Tage später, hoher Besuch auf der Brücke. Kapitän Boris Becker besichtigt seinen zukünftigen Arbeitsplatz. Die Seitennock mit den Steuergeräten. Von hier aus hat er später die beste Sicht beim Anlegen im Hafen. Platz ist schon da auf der Brücke. 500 Quadratmeter sind es genau. Ja, hier liegt schon der Teppich, der Unterbelag ist schon gelegt. Es geht also in großen Schritten weiter. Ich kann mich noch erinnern, so vor 4 Wochen ungefähr, da war der Boden hier noch offen. Die Brücke wird einmal 24 Stunden bewacht sein. Aber noch fehlen ein paar Möbel. Hier kommen noch 2 Stühle hin. Auf der einen Seite meistens der Kapitän, auf der anderen Seite dann im Revier der Lotse, der mich dementsprechend berät. Vorne die beiden Nautiker, der Navigator und der Co-Navigator, die das Schiff dann selber fahren. 4. Mai. Noch 196 Tage bis zur Übergabe. Ein weiterer wichtiger Meilenstein im Bau des Kreuzfahrtriesen steht an. Der Einbau der beiden Azipods. Der Azipod ist eine um 360 Grad drehbare Gondel, an der ein Propeller angebracht ist. Er treibt das Schiff an und steuert es auch.
Früher hatte man das so, man hatte einen Propeller und ein Ruder und Strahler am Heck, mit dem man das Heck bewegen konnte. Jetzt ist es ein Azipod und damit kann man wirklich die Kraft in den gewünschten Winkel ins Wasser bringen. Und das war natürlich schon mal ein großer Schritt nach vorne. Und dort kann man das Schiff doch ja, jetzt mittlerweile deutlich feiner steuern. Noch hängt am Azipod ein Probepropeller. Dieser Propeller, der hat noch keine Flügel, weil das ist ein Nulltrieb-Propeller. Mit dem können wir quasi in der Werft alles testen, ohne dass sich das Schiff bewegt. Per Kran setzen die Schiffbauer den 230 Tonnen schweren und 12 Meter langen Azipod unter dem Heck des Schiffs ab. Der Backbord-Azipod ist schon montiert. Mit einem sogenannten Niederflurwagen bringen sie den zweiten Motor an seine Position auf der Steuerbordseite. Die Aufnahme am Heck ist schon vorbereitet. Platz für viel Spiel ist da nicht. Die Herausforderung besteht darin, dass wir diese 230 Tonnen, die wir da im Hintergrund sehen, auf einen Millimeter genau montieren müssen. Also da haben wir nicht allzu viel Spiel, müssen gerade drunter fahren und wir haben ungefähr einen halben Millimeter Toleranz in den Führungsbolzen. Es wird noch Stunden dauern, bis alles so genau passt, dass die Führungsbolzen sitzen und die Haltebolzen angezogen werden können. Danach wird die Elektronik angeschlossen. 30. Mai. Noch 170 Tage bis zur Übergabe. Zum ersten Mal bekommt die komplette AIDA Nova Wasser unter den Kiel. Jetzt ist sie ein richtiges Schiff. 140 Meter schwimmt das Schiff auf eine neue Position. Hier bekommt sie den typischen Kussmund der AIDA-Flotte. Er ist 250 Quadratmeter groß und benötigt 622 Liter Farbe. Insgesamt werden beim Schiff 250 Tonnen Farbe Korrosionsschutz aufgebracht. Da sind die 622 Liter, die die Bemalung ausmacht, ein sehr geringer Anteil. Aber natürlich für den Endkunden ist es ein schönes Bild. Die Kollegen sind mittlerweile dabei, die Propeller zu montieren. 7 Mann befestigen die 5 Flunken des rechten Azipods. Ihre Auflagefläche müssen penibel sauber sein, damit sie später möglichst optimal rundlaufen. Jedes Blatt wiegt 3 Tonnen und jeder Propeller hat einen Durchmesser von 6 Metern. Noch in der Nacht ist alles geschafft. Der Antrieb ist fertig. 11. August. Nur noch 97 Tage bis zur Übergabe. Alle sind hochkonzentriert. Das Schiff liegt noch in der Halle. Es sind noch 1000 kleine und große Dinge zu tun. Hier streichen Mitarbeiter die Ankerkette an. Sie ist 360 Meter lang. Immer auf einer Strecke von 27 Meter ist die Kette untrennbar verbunden. Nur alle 27 Meter gibt es ein Verbindungsglied, das sich öffnen lässt. Die sogenannten Kanterschäkel. Das ist wirklich das Einzige, alle 27 Meter, die die Kette miteinander verbindet. Und an dieser Stelle kann man die Kette dann auch wirklich trennen. Monteure bringen die Außenbalkone an. Überall auf dem Schiff sind zertifizierte Kontrolleure unterwegs. Überprüfen, messen, protokollieren. Dieser Bereich ist abgenommen. Es kann weitergehen. Auch in den Küchen tut sich einiges. Speiseaufzüge werden eingebaut. Das Theatrum erhält die letzten Kabel und Anschlüsse. Für mich ist die Herausforderung definitiv die Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Firmen, weil es halt viele Zahnräder sind, die ineinander greifen müssen, viele Absprachen, die gemacht werden müssen. In vielen Gängen verlegen die Handwerker Fliesen. Bei all den großen Arbeiten auf dem Schiff, es gibt auch viele kleine, feine Handwerksarbeiten. Dieser Tischler fertigt seit Wochen einen durchgehenden Handlauf als Treppengeländer. 400 Meter hat er geschafft. 1,3 Kilometer hat er noch vor sich. 18. August. Noch 90 Tage bis zur Übergabe. Jetzt geht es auf die Zielgerade. Die Gänge zu den Kabinen haben sich verändert. Noch fehlen aber viele der Verkleidungen. Vorbesprechung der ersten Crews, die auf der Werft eintreffen. Die Vorhut macht die ersten von 2626 Kabinen sauber. Auf der Brücke werden die elektronischen Verbindungen nach unten in den Maschinenraum und zu den Azipods getestet. Auch beim Beach Club geht es voran. 1600 Quadratmeter UV-durchlässige Spezialfolie werden gespannt. Ein Job für die Industriekletterer.
21. August 2018. Nur noch 87 Tage bis zur Übergabe. Endlich kommt das Schiff unter freien Himmel. 2 Stunden dauert es, bis der Gigant komplett aus der 500-Meter-Halle rausgeschleppt ist. Dann wird er am sogenannten Ausrüstungspier festgemacht. Hier werden die Vorbereitungen getroffen für die Taufe. 10 Tage später ist es dann soweit. Das neue Kreuzfahrtschiff wird getauft. Anfang Oktober, noch 38 Tage bis zur geplanten Übergabe. Das neue Schiff glänzt in der Sonne. Es sieht fast fertig aus, von außen. Aber innen wird immer noch unter Hochdruck gearbeitet. Außerdem wird alles eingeladen, was das schwimmende Hotel noch braucht, um in See stechen zu können. Lebensmittel kommen an Bord. Geschirr muss ausgepackt und verteilt werden. Bürostühle werden montiert. Alle packen mit an. Feuerzone 5 und 7. Dort kommen die Stühle mit rein. Bitte einmal checken, wie viele Schreibtische fertig sind und wie viele Büros schon zugänglich sind. Auf der Brücke wird derweil das Radar überprüft. Und einer der Pools bekommt zur Probe Wasser. Tausende Teller werden eingeräumt. Das geht am effizientesten so. In der Küche wird Probe gekocht, die Technik getestet und die Crew an Bord hat schließlich auch Hunger. Immerhin sind die Gänge zu den Kabinen endlich fertig. Auch das Theatrium ist kaum wiederzuerkennen. Ein Kran hat die Rettungsboote an Bord gebracht. Unter Deck verkabeln Spezialisten das bordeigene Fernsehstudio. Wir sind hier bei irgendwie 200 Lampen, die wir noch installieren müssen. Das ist ja hier so ein TV-Studio und insofern ist eine richtige gute Ausleuchtung einfach wichtig. So sieht es jetzt hier aus. Und so wird es in ein paar Wochen aussehen. Ein Studio für 400 Zuschauer. Hier sollen Shows produziert werden. Von hier aus soll gesendet werden. Es ist das weltweit erste Fernsehstudio auf einem Kreuzfahrtschiff. Währenddessen gehen die technischen Abnahmen an Bord ständig weiter. Der Zeitdruck steigt. Noch etwas mehr als ein Monat bis zur Übergabe. Am 9. Oktober fährt das Schiff von Papenburg nach Eemshaven in den Niederlanden. Hier kommt die restliche Besatzung an Bord. Die Ausstattung ist nun fast abgeschlossen. Die Restaurants arbeiten sich ein. Und auch der Maschinenraum ist abgenommen und fertiggestellt. Eines der 4 LNG-Aggregate, jeweils 15.440 kW bei 514 Umdrehungen. Der leitende Ingenieur Gerd Hoffmann überprüft mit dem LNG-Ingenieur nochmals alle Einstellungen. Hinter dieser Wand liegen die Tanks. So viel brennbares Gas auf einem Schiff, das erfordert entsprechende Vorkehrungen. Man hat einen unglaublich hohen Sicherheitsstandard entwickelt. Das fängt an mit Gasdetektoren, mit speziellen Lüftungsanlagen und wie man hier sehen kann, die Tanks, die selber also auch hochkomplex und hochstabil gebaut sind, sind zusätzlich noch mit einer kontrollierten Stickstoffatmosphäre umgeben. Das befindet sich jetzt direkt hier hinter diesen Räumen. 12. Dezember in Bremerhaven. Der Tag der Übergabe 3 Wochen später als geplant. Die neue Technologie und die Komplexität haben ihren Tribut gefordert. Es ist dennoch eine feierliche Zeremonie. Der Flaggenwechsel. Die deutsche Flagge der Werft wird eingeholt und die italienische der Reederei gehisst. Für Kapitän Boris Becker ein besonderer Moment. Am Abend wird er mit seinem neuen Schiff zum ersten Mal in See stechen. Das Ziel Lissabon. 4 Tage später im Hafen von Lissabon. Die Überfahrt von Bremerhaven über Rotterdam nach Portugal verlief ohne Probleme. Von hier aus geht es weiter nach Teneriffa. Letzte Vorbereitungen. Neue Crewmitglieder machen sich mit dem Schiff vertraut. In der Panorama-Suite sind die Betten bezogen und die Getränke stehen im Kühlschrank. Die Terrasse ist bereit für die ersten Sonnenanbeter. 20 Kabinenkategorien lassen keine Wünsche offen. Zum ersten Mal gibt es auch Kabinen für Singles. 17 Restaurants warten bald auf die Gäste. Und auch der Klettergarten. Die Außenrutsche, der Spa-Bereich und Saunen und die vielen In- und Outdoor-Bars. Auch das Theatrium ist fertig für die große Premiere. Hinter der Bühne bereiten sie Schauspieler und Sänger auf die Show vor. Alle sind sehr nervös. Sie haben bisher an Land geprobt. Auf der neuen Bühne an Bord ist es alles noch mal ganz anders.
Yes, I'm very excited. Wir sind alle sehr aufgeregt. Wir haben hart gearbeitet und können es kaum erwarten, aufzutreten. In den richtigen Kostümen, vor richtigem Publikum. Wir sind total nervös, aber wir sind gut vorbereitet. So we are really excited because we prepared a lot for this. Let's rock that ship. Ein Wohnzimmerkonzert mit einer virtuellen Band. Das bedeutet, die Band spielt digital auf der LED-Leinwand. Die Sänger performen live im Vordergrund. Das Showprogramm wurde extra für die neue Technik geschrieben. Die Choreografien stammen von Cirque du Soleil-Star Benjamin Pring und Alexei Uvarov. Meine Vorstellungen sind übertroffen worden, als wir das erste Mal in diesem Raum standen, voller Gerüste, Stahl, Arbeitslicht, konnte man schon erahnen, was es mal werden wird. Und natürlich inspiriert das auch wieder die Kreationen, die wir letzten Endes hier auf diese Bühne zaubern. Zaubern können auch diese Männer. Für die Reisebüros, die Presse und für das Internet gibt es noch keine Bilder vom neuen Schiff auf dem Meer. Das ist ein Job für das Team von Skynamic. Die Berliner sind Stars der Drohnenszene und filmen und fotografieren alles, was besonders groß oder schnell ist. In diesem Fall die AIDA Nova in voller Fahrt. Das ist gar nicht so einfach. Man muss relativ weit weg, um das Schiff überhaupt ins Bild zu bekommen. Und ist natürlich schwer, dann überhaupt noch die Drohne zu sehen. Und man muss natürlich auch immer die Drohne zu einem gewissen Winkel und Abstand zu sich selber halten und auch bewegen. Auf dem ganzen Schiff wird an den letzten Schrauben gedreht. Ob im Aufzug oder draußen am Sonnensegel, überall wird poliert, kontrolliert und gewienert. Alles wird auf Hochglanz gebracht, listenweise kleine und kleinste Fehler behoben. Unter Deck hat die Reinigung ihren Betrieb aufgenommen. Die saubere Kleidung wird vollautomatisch an das jeweilige Besatzungsmitglied ausgegeben. Denn jedes Kleidungsstück hat einen Chip eingenäht. Man wählt sich's aus, man wählt sich die Menge, man bestellt sich's. Und jetzt weiß auch das System, dass das von mir abgeholt wurde. Und genau, dass ich das jetzt im Besitz habe, solange bis ich es draußen zurückbringe. Die Köche arbeiten an den Menüfolgen. Der Pizzabäcker macht sich mit seiner Pizzaküche vertraut. Die Reinigungsgeräte für die Küchenböden sind aufgeladen. Und auch das Crew-Restaurant ist bereit. Die Mannschaft kommt aus mehr als 50 Nationen und für jeden Geschmack wird auch gekocht. Jeder, der hier reinkommt, darf alles essen. Und das ist das Schöne bei uns, weil ich bin nämlich auch ein Fan zum Beispiel vom indischen Essen, so Tandoori und solche Geschichten, was die Kollegen öfters mal auch in der Line haben, also hier in der Auslage. Und das können wir dann auch mit essen, genauso gut dann die asiatische, mal das Hacksteak von uns mit Champignonsauce. Damit die internationale Crew aus 1500 Menschen und die mehr als 5000 Gäste in den 17 Restaurants an Bord immer genug zu essen haben, werden auf Teneriffa nochmals Lebensmittel gebunkert. Das Schiff hat 24 Kühl- und Lagerhäuser mit einer Lagerfläche von insgesamt 4000 Quadratmetern. Teneriffa ist erreicht. Der Kapitän und seine Crew endlich am Ziel und gleichzeitig wieder am Anfang. Denn nun beginnt die Reise der AIDA Nova über die Weltmeere. In 660 Tagen ist das Schiff vom ersten Stahlschnitt an gebaut worden. Ingenieurskunst, perfekte Organisation und handwerkliches Können der Werft und der Reederei haben das möglich gemacht. Morgen kommen die ersten Gäste an Bord. Und dann heißt es, Leinen los für das erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit Flüssiggas fährt.